Name ist Marius Ebert. In dieser Serie greife ich Prüfungsfragen auf und entwickle Lösungen dazu. Hier in dieser Prüfungsfrage ist gefragt nach der Beziehung der Materialwirtschaft zu anderen Bereichen des Unternehmens. Man soll also mindestens zwei Beziehungen hier aufzeigen, die die Materialwirtschaft hat zu anderen Bereichen des Unternehmens. Nun, ganz naheliegend ist die Beziehung der Materialwirtschaft zur Produktionswirtschaft. Ja, ganz klar, vielleicht macht man den Pfeil auch entsprechend vielleicht besser sogar andersrum, dass man sagt, die Produktionswirtschaft verarbeitet das Material weiter, aber natürlich kommen auch, deswegen sind beide Pfeile in beide Richtungen wahrscheinlich richtig, kommen auch aus der Produktionswirtschaft Impulse, wie viel Material man braucht. Dann natürlich eine Beziehung zum Marketing, speziell zum Außendienst, das, was man so Vertrieb nennt. Natürlich, wenn im Vertrieb mehr verkauft wird, muss mehr Material gekauft werden und mehr produziert werden. Also auch hier eine Beziehung. Dann natürlich eine Beziehung zur Finanzierung. Denn alles, was in der Materialwirtschaft eingekauft wird, muss finanziert werden. Also auch hier wahrscheinlich wechselseitige Beziehungen. Genauso, naja, Marketing weiß ich nicht. Also lassen wir mal lieber den Fall in die eine Richtung. Und Beziehung zur Personalwirtschaft. Personal, Beziehung zum Personal. Ja, entsprechend, je nachdem, wie viel Bedarf ist, mehr Personal oder weniger Personal. Also hier haben wir schon 1, 2, 3, 4 wesentliche Beziehungen. Gefragt waren nur 2, also hier haben wir schon 4. Klicken Sie nun unter dem Video auf www.spaßlerndenk-shop.de, damit Sie endlich mit vernünftigem Lernmaterial arbeiten. Sie finden dort nach meiner Einschätzung das effizienteste und effektivste Lernmaterial, was es zurzeit auf dem deutschsprachigen Markt gibt. Da stecken über 20 Jahre Erfahrung drin. Klicken Sie jetzt auf das Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.